Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der inhaltlichen Intention unterscheiden wir uns zwar von den Kolleginnen der SPD und der Grünen, was das Klimaschutzgesetz betrifft, dennoch die Bewertung über dieses Gesetz, die sehen wir ähnlich, die teilen wir, und völlig sachlich und nüchtern erwarten wir ein nachhaltiges und effektives Klimaschutzgesetz, und das uns heute vorgelegte entspricht den bei Weitem nicht. Kollege von Brunn hat es schon angesprochen, welche Themen aus seiner Sicht fehlen. Ich möchte den Fokus aufs Monitoring legen. Hier sind absolute Missstände in dem Gesetz, absolut unzulänglich, und deswegen werden wir dem Geschäftsordnungsantrag der SPD auch zustimmen. Kollege Reis, den zeitlichen Verlauf dieses Gesetzes, das schon vor über 2 Jahren angekündigt war, den verantworten wahrlich nicht wir. Und wenn Sie in der Regierungskoalition den Experten kein Gehör schenken und die entsprechenden Vorschläge auch nicht umsetzen, dann müssen wir hier handeln, und deswegen werden wir dem Antrag zustimmen. Herzlichen Dank. Und als Letztes erteile ich das Wort dem Kollegen Mehring für die Fraktion der Freien Wähler. Oh ja.